jetzt mal den kleinen Ausflug machen, den ich hier vorhatte. Wollen wir mal gucken, ob der Cursor da hängen geblieben ist. Ja, genau. Ich wollte hier diagonal durch. In der Hoffnung, herauszufinden, ob da noch irgendwas ist, was ich brauchen kann. Da war doch wieder der Hahn. Kann man doch keiner erzählen. Ich habe doch den Hahn gehört. Komm ich rauf? Ja, komm ich rauf. Bogen in die Hand und ab geradewegs. Da ich nicht weiß, wie viel ich hier unterwegs an interessanten Zeugs finde und ich außerdem geradewegs auf den Bären zusteuere, das heißt, falls er noch da ist, nehme ich einfach mal mit, was mir so sinnvoll erscheint. Aber erst muss ich hier die Lage peilen. Also da drüben war der gelbe Bär neulich. Entweder er ist umgezogen oder er hat nicht genug zu fressen gekriegt. Okay. Na, wir werden ja sehen. Tatsächlich ist heute sozusagen erst Donnerstag. Ich bin also auf der Suche. Nein, jagen will ich eigentlich nicht direkt. Nach der Suche nach dem Plan, dem nächsten Plan, der ansteht. Ich suche nach Lebensmitteln, allerdings in anderer Form. Nämlich speziell nach irgendwas, was man anpflanzen kann. Ich glaube, ich quassel hier nur Quatsch. Streng genommen nehme ich einfach alles mit, was in Hiel und Nagelfest ist. Nennen wir das Kind auch so, wie es heißt. Und außerdem will ich gucken, wie dieses Zwischengebiet hier ausschaut. Ich bin nicht direkt aus auf Konfrontation mit Zombies, aber gut, wenn sie sich anbieten, dann nehme ich sie vermutlich immer dann an, wenn es gerade passt. Den roten Tee werde ich auf jeden Fall sammeln. Aber das Hauptding ist und nach wie vor Wasser. Was wollte ich denn jetzt mitnehmen? Ach Gott, ja. Wasser. Also so ein Teich, so ein See, irgendwas in der Art wäre schon nicht schlecht. Und da fehlt mir hier dieser Weg hier durch. Ich werde auf jeden Fall gucken, was ich hier finde. Ja, gut. Ich kann es gebrauchen. Ein paar Steinchen nehme ich vielleicht noch mit, wenn es die Situation erlaubt. Ansonsten gucke ich mich um. Aha, guck mal, da sind zum Beispiel Ressourcensteine, die ich abhauen könnte. Ich sehe zu, dass ich den Müll loote, der auf dem Weg liegt. Auch wenn er vielleicht nicht so interessant ist. Ne? Willst du nicht mit? Und ich schau mal, was ich mit all dem eventuell dann später anfangen kann. Denn morgen erst, am Freitag, am fünften Tag, da ist Hundetag. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich mich da verhalten werde. Es hängt sehr davon ab, in welcher Verfassung ich bin. Nach dem momentanen Stand der Dinge muss ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe nämlich zwar inzwischen Eisenspitzenpfeile, aber ich... Wie bitte? Wo denn? Oh! Ja, die kommen aber dicht auf die Fersen. Es ist unangenehm. Wo ist sie hin? Boah, was ist denn hier auf einmal los? Ach, sie ist wieder aufgestanden. Okay. Das war's mit ihr, aber hier ist auch noch mehr los. Das sind gleich zwei.
Ach, mein Lieblingsfreund hier wieder. Shit. Hab ihn nicht erwischt. Oh, jetzt kann ich nicht ran. Leg dich da nieder. Ich bin mal gespannt, ob ich noch rechtzeitig... Ja, da ist sie. Naja, gut, okay. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Bisschen schwierig. Hier köchelt einen, hat man sonst nicht viel zu erwarten. Ganz selten mal eine Mülltüte, na klar. Hier ist aber ein Vogelnest. Und das interessiert mich natürlich schon. Denn ich habe, wie ihr seht, ein paar Eisenspitzen dabei. Ich habe noch ausreichend Holz. Ja, 9 mm, das war der Versuch. Und, beinahe wäre schief gegangen. Es ist schon schief gegangen. Himmel. Ich wollte die einen Arrow spawnen. So. Dann bleibe ich ruhig mal auf dieser Liste drauf hier. Die Baumwolle nehme ich mit. Ich sehe schon, es hat sich was geändert mit dem Schwierigkeitsgrad. Nicht was die Härte der Zombies betrifft, vermutlich. Aber zumindest deren pures Aufkommen. Ich werde, falls es Interesse besteht, werde ich mal über die Technik, Theorie und vor allem die interessante Apparatur hier von der ZRS mal ein Infovideo machen. Aber da müsstet ihr mich schon anquatschen, ob ihr das sehen wollt. Ich denke nämlich, dass die meisten von euch das nicht so sehr interessieren wird. Was allerdings schon daran liegt, dass die meisten Leute glauben, dies wäre einfach nur so eine Mod. Es ist keine pure Softwareentwicklung. Weiterentwicklung, muss man dann ja wohl sagen. Hey, bin ich schon da? Ich bin schon da. Ich bin schon so weit im Norden? Und wo kommst du denn an? Ich sehe dich nicht. Sobald ich hier ein kleines bisschen Ruhe habe, werde ich mal checken, wie die Lage ist. Aber momentan bin ich eher so... Ah, da bist du. Die kaut immer an einem Toast, ne? Kann das sein? Ich höre noch mehr Schritte. Das kann auch nicht nur der Hirsch sein. Da vorne, der jetzt allerdings von mir ebenfalls nicht zu flüchten braucht. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Messer dabei. Aha. Volltreffer. Rache. Jetzt liegt die Kohle hier rum. Und diesmal habe ich Platz. Nimm das Zeug mit. Dich auch. Und der Hirsch kann mir gestohlen bleiben. Ich habe vor meinem Aufbruch ausreichend gegessen. Das sollte nicht das Problem sein. Steinchen nehme ich mal mit. Vor allem ein bisschen Erz. Der Vorteil so einer Session ist, dass man sich mal kurz umgucken kann. Yes. So. So, mal kurz gucken. Jo. Okay. Schritte sind wieder da von irgendwo. Wollen wir kurz mal gucken. Tatsächlich, ich bin schon da, wo ich hin wollte. Dann werde ich die Diagonale in diese Richtung schließen. Oh.
gar nicht, wenn hier so Torte rumschreien, reinkreischen, greinen, wollte ich sagen, und kreischen. Und da kommst du ja. Ich hoffe, du bist allein. Ich habe nämlich eigentlich heute gar nicht Bock auf eine Zombie. Ach, du bist schon tot. Schon wieder ein Pfeil versemmelt. Ach, ehrlich. Bin auch ein bisschen unvernünftig hier. Ich denke immer, solange die Gefahr besteht, dass sie wieder aufstehen, hau ich noch mal lieber einen rein. Okidoki. Also. Ja, Hirschi. Wenn du mich noch länger provozierst, dann knall ich dir doch einen rein. Nein, mach ich natürlich nicht. Ein folgsamer, sowieso. Jägersmann. Versuch's auf jeden Fall. Und heute ist eigentlich schon Zeit. Apropos eigentlich. Hier sollte eigentlich gar nichts los sein. Du bist irgendwo von da. Seh dich gerade gar nicht. Wenn ich bei der Gelegenheit... Hat... Wie? Wo? Wann? Leute, macht mich nervös. Könnt euch doch mal entscheiden, aus welcher Richtung ihr angreifen wollt, oder? Oh, sind gleich mehrere unterwegs. Ja, gut, dich sehe ich. Ach, du schon wieder. Dann werde ich dich erstmal ein bisschen verlangsamen. Du bist hinüber. Und du hoffentlich jetzt auch. Nein, leider nicht. Ich warte noch darauf, dass du mir das erste Mal die Beine brechst, du Lüge. Aber nicht jetzt. Sollte ich bei der Gelegenheit auch noch eine Höhle finden, wollte ich eigentlich eben sagen, wäre das umso besser. Denn mit den Ärzten sieht es relativ schwach bei mir aus. Der Bogen gefällt mir dafür ganz gut. Funktioniert. Nee, Eisen fehlt mir. Mir fehlt eindeutig Eisen. Und das sogar in Mengen, naja, die mir Kopfzerbrechen bereiten könnten. Sieht aus, als würden da vorne Hochhäuser stehen. Das ist leider meine relativ armselige Grafik. Moment mal, da kommen zwei Typen. Und irgendwo ist noch eine Schwester. Wo ist die Schwester? Die Schwester sehe ich nicht. Da ganz hinten ist noch jemand. Ach so, sie war das. Upsala. Das ist eine kleine Horde, würde ich sagen. Hier brüllt auch noch mehr. Oh, Mann, oh Mann. Oh, so. Shit. Mir fällt ein, ich habe keinen Honig oder etwas ähnliches mitgenommen. Verfehlt. Lindemann, Lindemann, Lindemann. Mini-Horde. Ja. Oh, 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 oh. Da habe ich eigentlich den falschen erwischt. Den wollte ich gar nicht erwischen. Glückschuss. Oder wie auch immer. Da kommt noch einer an. Das ist aber ärgerlich. Ich wollte eigentlich die Mädels von eben looten. Zis. Na gut. Okay, nehmen wir dich mal. Der tat bestimmt weh, das glaube ich auch. Der nicht so sehr. Falk? Ich sehe ja schon kommen hier in diesem Chaos. Verliere ich die Übersicht. Häufig reicht es, dass ich eine Zeit lang zu verlangsamen. Eieieiei, jetzt weiß ich.
jetzt weiß ich Bescheid, aber vorhin ist. Ich hoffe, ich komme noch hin. Nein! Aua! Ah. Der Panikschuss ging natürlich daneben. Oh, Leute. Ihr macht mich verrückt. Wenigstens noch ein bisschen was ernten können. Der hat nichts. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich auch nicht vergessen. Gläser. Naja, gut. Gegen Gläser habe ich ja nichts. Wo sind denn die anderen hin? Sind die weitergelaufen? Ein komisches Pack. Manchmal denkt man sich auch. Also irgendwie treibt sie es ja zusammen und irgendwie haben sie ja sowas wie einen Plan. Aber im Zweifelsfall... Puh. So, schön. Lass mal gucken. Jam, ein richtiges Jagdmesser. Cool, das gefällt mir. Da ist hier doch gleich eine Dose Chili drauf. Shotgun Barrel, das ist auch in Ordnung. Das Ding schmeiße ich mal weg. Und die esse ich auch noch. Wenn ich kann. Ja, kann ich. So, weil ich ein unglaublich geiziger Typ bin, scrappe ich die Dosen einzeln. Das Ding geht raus. Den kann ich auch noch essen. Und da kommt schon wieder was angelatscht. Halt! Das hätte ich ja beinahe übersehen. Zieh an die Dinger. Jawohl. Coole, coole Sache. Hübsche Metallstiefelchen. In denen möchte man auf jeden Fall keine Blasen kriegen. Sag mal. Was ist das? Das klingt so. Was hast du speziell vor? Ah, ich weiß, du willst mich umbringen, aber. Ding, 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 ding. Reicht's? Ich muss ein bisschen aufpassen. Seit der Schwierigkeitsgrad angepasst wurde, weiß ich nicht genau, wann sie umkippen. Und ich war ja schon vorher nicht besonders gut im Erkennen davon, wenn so ein Zombie tot ist und wenn nicht. Du kommst mit. Du kommst auch mit, einfach nur, weil du gerade im Wege stehst. Hier ist mal wieder irgendwie so ein Hügel. Mal gucken. Es dürfte ja nicht weit sein. Und hier beginnt wieder der eisige Alltag. Oh, gute Ausbeute. 30 Federn aus 2 Nestern. Das ist fast so gut wie ein einzelnes Viech. Aha. Okay. Nein, wie immer, ich werde nicht verfolgt. Da ist das Stückchen, was mir fehlte. Das hat schon mal hingehauen. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Panzerband gefunden. Und ein Hühnchen. Super! Hallo Hühnchen. Da vorne steht ein Beißer. Für weitere Pfeile fehlt mir leider hier gerade schlichtweg das Holz. Aber gut, wie ein Scherz. Ich will mal zusehen, dass ich hier diesen Kontakt schließe und dafür muss ich diesen Weißer hier mal eben weghauen. Und da unten ist noch ein zweiter. So, der ging leider voll in die Klöten. Es tut mir leid, da wollte ich nicht hinschießen. Schließt du wieder auf? Na, ich sag doch. Seine Freundin. Wow. Coole Sache. Die hat leider nichts. So. Also, wie gesagt, dieser Kontakt hier muss geschlossen werden.
Auch nochmal kurz schauen, wie das jetzt ausschaut. Hier geht es also weiter nach Norden, das heißt, da dürfte irgendwann Eisland kommen. Ich bin etwas nordwestlich des noch fehlenden Hauses, das ich noch prüfen wollte. Leider ist mein Inventar schon voll. Das heißt, ich will hier mal ein wenig für Ordnung sorgen. Gott, hätte ein gewisses Interesse, jetzt zurückzukehren. Hier will ich mir das nochmal. Bis später. Finde ich, ist es hier auf jeden Fall. Am kühlen.